Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie euch recht herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen den 1. FC Ingolstadt. Trainer, mit einem Dreier in die englische Woche gestartet. Wie geht ihr jetzt das Schweizer Spiel gegen Ingolstadt an? Ja, hallo zusammen. Ja, ist gut natürlich, wenn du mit mehr Erfolgserlebnis reinstartest, aber wir wissen halt auch, dass wir uns kontinuierlich verbessern müssen. Es ist halt ein Prozess, den wir ja auch am Anfang der Saison auch schon beschrieben haben, der nie wirklich abgeschlossen werden kann. Es wird immer wieder Themen geben, die wir besser machen können. Und ich glaube, gegen Sandhausen haben wir es ganz gut gegen den Ball gemacht. Und mit Ball haben wir natürlich die Möglichkeit, nach vorne ein paar Dinge besser zu machen. Aber es ist halt auch keine Selbstverständlichkeit, in jedem Spiel auch immer Chancen herauszuspielen und Tore zu machen. Aber wir werden alles dafür tun, jetzt gegen Ingolstadt ein gutes Spiel zu machen. Eure Fragen an Markus. Guido Ostrowski legt los. Bei Ingolstadt hat sich einiges getan auf der Trainerposition. Leitl ist weg und es kommt wohl Nuri. Inwieweit macht das die Vorbereitung auf den Gegner schwieriger für Sie? Ja, wir haben ja in der Vorbereitungsphase bei uns haben wir ja gegen unterschiedliche Systeme haben wir unsere Lösungsmöglichkeiten trainiert. Es war jetzt auch so gegen Sandhausen, dass wir auch erwartet haben, dass Sandhausen vielleicht auch mit einer Fünferkette spielt. Haben es dann ja auch nicht gemacht und die Jungs wissen eigentlich gegen jedes System eine Lösung. Das ist halt das, was wir uns erarbeitet haben. Deswegen ist das jetzt nicht so wirklich entscheidend für uns, aber klar, gibt einen neuen Impuls für Ingolstadt und was das dann mit dieser Mannschaft macht, das wissen wir natürlich nicht, aber wir müssen uns auch auf uns konzentrieren. Das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist halt unser Spiel und darauf konzentrieren wir uns dann auch. Marc. Daran anknüpfend, Sie hatten in den letzten Spielen auch personell zumindest immer mal wieder an einigen Stellen reagiert, gerade beispielsweise in der Verteidigung, dass Sie je nach Gegner mal auf Jorge Meré oder mal auf Lasse Sobich gesetzt haben. Was verändert sich jetzt dadurch? Sie können vielleicht nicht ganz genau vorhersehen, mit welchem Personal Ingolstadt anrückt? Nee, das war, wir haben ja immer auch auf unser Spiel reagiert. Also es hat ja auch immer damit zu tun, wie wir und was wir für Verteidigungssituationen bekommen und die Spieler werden sich ja grundsätzlich nicht ändern. Also der Kader von Ingolstadt wird ja gleich bleiben. Da wird jetzt kein neuer Spieler dazukommen. Das ist dann auch irgendwo absehbar, unabhängig davon, in welcher Ordnung jetzt Ingolstadt spielt. Deswegen wissen wir schon, darauf zu reagieren. Alex Haubrichs. Auswärts gab es bislang 3 Spiele, 3 Siege. Zu Hause ist es durchwachsen, ein Sieg oder ein Unentschieden, ein Remis. Wie willst du da, also sagt das irgendwas aus oder müsst ihr da irgendwie anders in die Heimspiele rangehen oder ist das auch so ein Bedürfnis zu sagen, wir machen jetzt die Bilanz ins Positive da zu Hause? Ja, wir haben immer den Anspruch, die Spiele zu gewinnen. Wir gehen in die Spiele rein und wollen jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist auch eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir die Spiele so angehen. Aber wenn ich die Spiele durchgehe, ich glaube, wir hätten gegen Paderborn genauso gut gewinnen können. Wir hätten auch gegen Union gewinnen können. Ja, es ist halt kein Selbstläufer. Ich glaube, man hat das auch jetzt am letzten Spieltag gesehen, wie schwierig es ist, Spiele zu gewinnen. Aber uns sollte schon gelingen, vor eigenem Publikum auch 3 Punkte zu holen. Wir werden alles dafür tun, wie gesagt. Aber es geht nur über die Inhalte. Es geht nur darüber, wie wir verteidigen und wie wir nach vorne Fußball spielen. Und wenn wir das gut machen und uns steigern auch, was Offensivbewegung betrifft im Vergleich zum Sandhausen-Spiel, dann glaube ich, sind wir schon in der Lage, ein gutes Spiel zu machen und uns auch zu belohnen. Also das sollte auch unabhängig jetzt ob Auswärts- oder Heimspiel ist, sollte uns das trotzdem gelingen. Gerne nochmal. Du hast angesprochen, gegen Paderborn hätte es so oder so ausgehen können. Trotzdem hat man 5 Gegentore bekommen. Gestern gab es nochmal die Steigerung mit HSV, der 0-5 gegen Regensburg verliert. Ist das nochmal eine Warnung für die großen Favoriten auch, dass in der zweiten Liga alles möglich ist? Naja, vielleicht ist es eine Warnung für alle anderen rundherum, dass es keine großen Favoriten gibt. Marc. Ja, dann kommen wir noch zum Personal. Dominik Drexler, wie geht's ihm? Ist er für morgen spielfähig? Wie geht's den anderen Spielern? Und wie groß könnte die Rotation ausfallen? Wie stehen Sie zum Thema Rotation allgemein in der englischen Woche? Also so, dass der Dominik gestern nicht trainiert hat und soll heute wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Wie es dann im Mannschaftstraining ist heute, das kann ich noch nicht absehen. Rotation allgemein.
ich finde, wir sollten uns immer danach richten, was gerade in dem Spiel am besten passt für uns, für unser Spiel. Und ob das dann viel mit Rotation zu tun hat oder nicht, sondern es geht einfach nur um unser Spiel, wie wir unser Spiel am besten durchbringen. Und dann kann es mal sein, dass du gleich spielst, dann kann es auch mal sein, dass du vielleicht die eine oder andere Position veränderst. Das werden wir heute am Abend beim Training nochmal sehen, wie wir darauf reagieren können, auf die eine oder andere Spielsituation und wie die Jungs es vor allen Dingen auch machen im Training. Und danach werden wir dann auch aufstellen. Aber wir haben jetzt keine Rotation im Kopf und sagen, wir müssen jetzt drei Spieler rausrotieren und drei reinrotieren. Das machen wir nicht, sondern immer die Spielsituation, die wir eigentlich haben wollen, die bestimmt dann, wen wir aufstellen. Martin Sauerborn, leg los. Das Training heute hat eine etwas ungewöhnliche Zeit. Ist das dem Anstoß morgen geschuldet oder womit hat das was zu tun? Ja, wir haben das immer so gehandhabt in der Vergangenheit auch schon, dass wir immer geguckt haben, dass wir dann diesen Wettkampf so ein bisschen am Tag vorher auch nachstellen, dass wir schon ein bisschen darauf ausgerichtet sind, zu welcher Zeit wir dann am darauffolgenden Tag auch dann in den Wettkampf gehen. Deswegen haben wir auch die Trainingszeit danach ausgerichtet. Und natürlich, das kommt uns dann auch so ein Stück auch entgegen, hat das auch was damit zu tun in der englischen Woche der Regeneration. Wenn du dann ein bisschen mehr als 24 Stunden zwischen den Trainingseinheiten hast, dann sollten die Jungs auch im erholten Zustand auch wieder ins Training kommen. Gibt es weitere Fragen? Marc, das Mikro kommt. Noch einmal zu einer Personalie. Jonas Hector kehrt zurück. Wo sehen Sie ihn aktuell wertvoller für die Mannschaft? Auf der 6. oder auf der Linksverteidigerposition? Ich glaube auch da geht es nicht um einzelne Spieler, um die Gesamtsituation. Ich glaube, dass er sowohl auf der 6 gute Leistungen bringen kann und der Mannschaft helfen kann, wie auch auf der Außenverteidigerposition. Das hat immer auch damit zu tun, wie wir so ein Spiel angehen. Also ich glaube, dass Jonas in der Lage ist, der Mannschaft immer wieder neue Impulse zu geben, mit seiner Art Fußball zu spielen. Aber wir wollen jetzt nicht auf einen Spieler uns fixieren, sondern wir haben halt den gesamten Kader und wir haben halt den Anspruch, dass jeder Spieler im Kader spielen kann. Und deswegen ist jetzt nicht so entscheidend, was Jonas macht, sondern was die Mannschaft insgesamt macht. Und Jonas ist Teil dieser Mannschaft und der kann uns natürlich helfen, definitiv, egal wo, auf welcher Position. Blick geht in die Runde. Keine Fragen mehr. Sind alle zufrieden? Genau, dann noch die allgemeine Info. Wir warten über 45.000 Zuschauer. Die Tageskassen werden morgen geöffnet sein für Heim- und für Gästefans. Dann sage ich vielen Dank und einen schönen Nachmittag.